Nachdenkseiten. Die kritische Website. Spiegel Online und der Phantomkonvoi. Hysterie, Lügen und Heuchelei. Von Jens Berger. Als Spiegel Online am Freitag gegen 17.20 Uhr mit der Eilmeldung »Ukraine, Truppen greifen russischen Konvoi an« herauskam, rutschte sicher zahllosen Lesern das Herz in die Hose. Zum Glück stellte sich diese Meldung wenig später als Falschmeldung heraus. Spiegel Online hatte offenbar eine Verlautbarung der ukrainischen Regierung ohne jeden weiteren Beleg als Tatsache dargestellt und kräftig Hysterie geschürt. Einen Tag danach war es an Spiegelautor Christian Neff, in die Vorwärtsverteidigung zu gehen und den von seinen Online-Kollegen gemeldeten Angriff in einem heuchlerischen Dementi zu relativieren. Ein Stück aus dem Tollhaus. Was war passiert? In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beobachteten zwei britische Journalisten vom Guardian und vom Telegraph und ein russischer Journalist vom Magazin The New Times, was ihrer Meinung nach ein Übertritt der russisch-ukrainischen Grenze von einer Kolonne mit 23 Fahrzeugen, Schützenpanzer und Begleit-LKWs war. Während die beiden britischen Kollegen mit Belegen geizten, veröffentlichte der russische Journalist Sergei Hassov-Kassia zumindest 4 Fotos, die jedoch von derart schlechter Qualität sind, dass sie kaum als Beleg für irgendetwas durchgehen können. Gut möglich, dass die drei Journalisten eine russische Grenzkontrolle beobachtet haben und selbst nicht genau wusste, wo die Grenze genau verläuft. Dies behauptet zumindest die offizielle russische Seite. Alle anderen Interpretationen sind angesichts der mauen Belege höchst spekulativ. Dieser Phantomkonvoi soll nun in der gleichen Nacht auf ukrainischem Gebiet durch Artillerie der ukrainischen Regierungstruppen zum Teil vernichtet worden sein. Dies behauptete am Freitagnachmittag zumindest der ukrainische Präsident Poroschenko in einer Pressemitteilung und einem Telefongespräch mit dem britischen Premier David Cameron. Auch Poroschenko hat jedoch nicht den geringsten Beleg, der seine Aussage stützt. Es gibt keine Filmaufnahmen, keine Fotos, keine Augenzeugenberichte, geschweige denn Satellitenbilder aus dem Pentagon oder ähnliches. Dass offizielle Pressemeldungen der ukrainischen Regierung meist den Wahrheitsgehalt einer Aussage des Barons von Münchhausen haben, ist auch Journalisten bekannt. Und wenn diese Meldungen ohne Belege daherkommen, ist besonders Obacht geboten. Wie man sich journalistisch mit einer solch fragwürdigen Meldung zumindest nicht angreifbar machen kann, beweist der britische Guardian, der am Freitagnachmittag zeitgleich zu Spiegel Online ukrainischer Präsident behauptet, dass russische Fahrzeuge, die die Grenze überschritten haben, zerstört worden, titelte. Von britischem Understatement und journalistischer Akkuratesse halten die Boulevard-Marktschreier von Spiegel Online bekanntlich nichts. Nicht nur, dass Spiegel Online Poroschenkos Behauptung als Fakt darstellt, man bedient sich, sicherlich nicht ohne Vorsatz, auch noch der Methode Verwirrung, indem man zunächst offen lässt, dass es sich bei den vermeintlich abgeschossenen Fahrzeugen nicht um den viel diskutierten Hilfskonvoi aus Russland handelt. Für jeden Leser, der nicht am selben Tag den Guardian oder den Telegraph gelesen hat, und das dürfte die absolute Mehrheit sein, müsste sich bei der Überschrift »Truppen greifen russischen Konvoi an« die Vorstellung einschleichen, dass es sich um einen Angriff auf den Hilfskonvoi handelt, also um eine militärische Eskalation, die sehr wahrscheinlich zu einem heißen Krieg zwischen Russland und der Ukraine geführt hätte. Hysterie? Fahrlässige Täuschung? Oder gar vorsätzliche Täuschung? Interessant in diesem Zusammenhang ist eine Meldung von Spiegel Online auf Facebook. Auf die Frage eines Lesers, ob Spiegel Online denn konkrete Belege hätte, dass russische Truppen die Grenze zur Ukraine überschritten hätten, antwortete Spiegel Online rabulistisch, ob es denn, Zitat, eigentlich konkrete Belege gäbe, dass dem nicht so sei. Zitat Ende. Für den Online-Ableger eines, zumindest nach Eigendarstellung, seriösen Nachrichtenmagazins ist eine solche Antwort natürlich ein Offenbarungseid. Man spekuliert munter drauf los, überprüft Nachrichten nicht auf deren Wahrheitsgehalt, verbreitet mutwillig Hysterie und schürt damit das Feuer, aus dem ein Krieg zwischen West und Ost entfacht werden könnte. Schon beinahe tragikomisch liest sich da das Dementi, das Spiegelautor Christian Neff,
Printspiegel, nicht Spiegel Online, am Samstag veröffentlichte. Darin rechtfertigt Neef in Grundzügen das Vorgehen seiner Kollegen. Agenturen und andere Online-Dienste titelten schließlich auch Militärintervention in der Ukraine, gesteht aber gleichzeitig ein, dass, Zitat, so manche Mitteilung der Kiewer Militärs nicht stimmt. Zitat Ende. Wie passt das zusammen? Wenn man doch weiß, dass Meldungen aus Kiew den Wahrheitsgehalt einer Scripted Reality Show von RTL haben, dann ist dies doch erst recht ein Grund, Vorsicht walten zu lassen. Und sich dann als reichweitenstärkstes deutsches Online-Portal mit »Das haben die anderen doch auch gemacht« herauszureden, ist unwürdig und beschämend. Besonders vielsagend ist dabei die Ausrede Neefs, nach der auch NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen, Zitat, in seiner wie üblich vorpreschenden Art sofort den Einfall der russischen Armee in die Ostukraine bestätigte. Zitat Ende. Na, wenn Herr Fogh Rasmussen das sagt, muss es ja stimmen. Fogh Rasmussen weiß ja schließlich auch, dass Putin die europäischen Umweltschutzgruppen unterstützt, um gegen Fracking mobil zu machen. Fogh Rasmussen wusste auch ganz genau, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen hatte, und auch ansonsten ist sich die oberste NATO-Propagandaschleuder für keine Lüge zu fein, sofern diese Lüge geeignet ist, die Konfrontation zwischen West und Ost anzuheizen. Überflüssig zu erwähnen, dass Fogh Rasmussen für den Einfall der russischen Armee genauso wenig Belege vorzuweisen hatte wie für Putins Anti-Fracking-Kampagne oder einst Saddams Massenvernichtungswaffen. Im Krieg stirbt die Wahrheit immer zuerst. In einer demokratischen Gesellschaft sollte es jedoch Aufgabe der Medien sein, Lügen zu benennen und nicht Lügen zu verbreiten oder gar in Umlauf zu bringen. Spiegel Online scheitert an diesem Maßstab.